freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Noch vor einem Jahr war Quantified Self in Deutschland nur wenigen Menschen überhaupt ein Begriff. Die Presse, die Tageszeitungen, die haben ab und zu mal drüber geschrieben und das Thema dann aber meistens auf komische Nerds reduziert, die ihr Leben zwanghaft vermessen haben. Sie hier im Publikum haben Erfahrungen mit dem Tracking von Internetnutzern. Bei vielen gehört das sogar zum Geschäft. Und dadurch wissen Sie, wie interessant es sein kann, Daten über Menschen zu haben. Hier möchte ich heute beschreiben, welche Daten es gibt, die man für sich selber nutzen kann und welchen persönlichen Vorteil man daraus ziehen kann. Jetzt aber zur Quantified Self-Bewegung. Das ist eine Bewegung von Menschen, die Daten über sich selber sammeln. Daten zu ihrer Gesundheit, zu ihrem Verhalten und zu ihrer Umwelt. Und das Ziel dabei ist, ein objektiverer Blick auf sich selber zu bekommen. Man möchte sich von außen verstehen lernen mit Zahlen und Auswertungen. Und die Quantified Self-Anhänger, die nutzen Apps und Sensoren, um Daten zu Sport und Fitness, zu Gesundheitswerten, aber auch zum emotionalen Wohlbefinden zu erfassen. Andere tracken Daten über ihre Beziehungen, mit wem wird wie häufig kommuniziert oder wie fühlt man sich dabei oder auch das Konsumverhalten. Die Auswertung, die erfolgt dann entweder automatisiert durch die Apps oder auch manuell. Und das Ziel ist, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Häufig führt es auch zu Verhaltensänderungen. Viele Leute fangen natürlich auch an mit dem Ziel, ihr Verhalten zu ändern und suchen sich dann das passende Tool. Um diese Bewegung ist jetzt ein Trend zur Selbstvermessung entstanden. Da gibt es eine kreative und rasch wachsende Industrie. Self-Tracking-Produkte gibt es im Bereich Sport und Lifestyle, aber natürlich auch aus medizinischen Gründen werden viele Apps und Sensoren genutzt. Auf dieser Folie sehen Sie zum Beispiel eine Gabel mit einem eingebauten Sensor, der helfen soll, langsamer zu essen. Ein Blutzuckermessgerät für das iPhone, eine Waage und eine Blutdruckmanschette, die die Werte direkt in das Internet, in eine Datenbank hochladen. Unten sehen Sie zwei Schrittzähler, einmal im Schuh integriert, einmal als Armband. Und auch die Schlafqualität kann man messen über ein Stirnband, das misst dann die Hirnströme und erkennt dadurch die Schlafqualität und die Dauer. Man sieht hier schon eine relativ enge Verbindung zum Thema Smartphone. Die meisten Geräte haben dazugehörige Apps, werden entweder direkt eingesteckt oder über Bluetooth verbunden. Das ist eine Sache, die wir jetzt noch öfter sehen werden. Aber nicht nur Sportler und andere Selbsttracker sammeln Daten. Auch gesellschaftlich werden wir immer datengetriebener. Städte, Straßen und Autos, auch Häuser werden voller Sensoren und das Ziel ist hier, die Effizienz, den Komfort und die Sicherheit zu steigern. In die Smartphones werden immer mehr Sensoren eingebaut. Im aktuellen Nexus-Smartphone haben sie zum ersten Mal ein Barometer eingebaut und damit hat Google das größte Netzwerk an Luftdrucksensoren auf der ganzen Welt erschaffen. Die Digitalisierung und die Vernetzung von den ganzen Messgeräten führt zu neuen Informationsquellen und dadurch wird sich die Rolle zwischen dem Individuum und der Gesellschaft verändern. Das ist eine Herausforderung an uns als Gesellschaft und wir müssen unsere Werte neu definieren, aber es bringt auch viele Chancen für das Individuum, auf die ich später eingehen möchte. Bevor es jetzt so richtig losgeht, möchte ich mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Florian Schumacher. Ich bin Gründer von Quantified Self Deutschland und leite die Gruppen in Berlin und München. Ich bin Produktentwickler und habe ein großes Interesse an Konsumgütern. Ich möchte allerdings echte menschliche Probleme lösen, so wie in der Gesundheit oder beim Wohlbefinden. Und als freier Berater und Produktmanager für Quantified Self Produkte habe ich da eigentlich meinen Traum gefunden. Ich habe auch eigene Projekte, zum Beispiel mein Startup Tronio, mit dem ich Produkte für Persönlichkeitsentwicklung entwickle. Zusätzlich bin ich auch Trendscout bei Wearable Technologies. Wearable Technologies ist eine Plattform für Hersteller aus verschiedenen Industrien. Die Gemeinsamkeit ist, dass es dabei um Elektronik geht, die am Körper getragen wird. Wearable Technologies Produkte findet man in Sport, in Gesundheit, in Sicherheit, beim Entertainment, Augmented Reality, überall, wo man Interfaces zur Ein- und Ausgabe von Daten am Körper haben möchte. Seit 2006 veranstaltet Wearable Technologies Konferenzen in München und San Francisco und hat ein großes Netzwerk entwickelt, um die spezifischen Probleme zu entwickeln. Von der Wertschöpfungskette
wie kann man flexible Materialien robust, wasser- und schweißbeständig herstellen und wie löst man die Probleme wie Energieversorgung und Datenübertragung. Jetzt aber zu Quantified Self, was ist das eigentlich? Entstanden ist das Ganze 2007 als Blog, den haben Gary Wolf und Kevin Kelly gegründet. Kevin Kelly ist der Co-Founder von dem Wired Magazine und ein Vordenker im Bereich Technologie und Wissenschaft. Er hat postuliert, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert des Messens ist. Die Vermessung der Welt dient der Steuerung und Optimierung. Man kann alles digitalisieren, an anderen Orten reproduzieren. Und mit Quantified Self wird jetzt also das Individuum vermessen. Und das Ziel dieses Blogs hat er 2007 beschrieben mit den Worten: "We are on a quest to collect as many personal tools that help us see and understand bodies and minds so that we can figure out what humans are here for." Kevin Kelly wollte bei der Gründung also die großen Fragen der Menschheit mit Technologie beantworten. Einer der ersten Artikel, der auf dem quantifiedself.com Blog erschien ist, war über den Nike iPod Kit. Das ist ein Sensor, den man in den Laufschuh eingelegt hat. Über ein Dongle für den iPod wurden dann die Daten übertragen. Ich habe meine Schritte messen können, meine Geschwindigkeit gesehen und die Daten wurden auch direkt auf dem iPod ausgewertet und ich habe dann Rundenzeiten und andere Informationen in den Kopfhörer bekommen. Das war also eines der ersten Tools, das da beschrieben wurde. 2008 gab es dann ein Treffen bei Kevin Kelly zu Hause. Der hatte dann ungefähr 20 Gäste eingeladen. Darunter war auch Tim Ferriss, vielen von Ihnen vielleicht als Selbstoptimierer bekannt. Das Ziel dieses Treffens war der Erfahrungsaustausch über die Erfassung und Nutzung von persönlichen Daten. Es ging also darum, was die Teilnehmer an Informationen über sich selber gesammelt haben und was sie daraus gelernt haben. Und aus diesen persönlichen Berichten ist der Charakter der Quantified Self-Bewegung entstanden. Beim zweiten Treffen war Stephen Dean, ein Designer aus New York, dabei. Der hat diese Bewegung dann nach New York gebracht, hat die dann später in Boston etabliert. 2010 wurde das in London und Amsterdam aufgegriffen und mittlerweile gibt es eine weltweite Bewegung. 2013 gibt es über 100 Gruppen weltweit, kleine Gruppen, große Gruppen, die treffen sich in Cafés, in Universitäten, aber auch bei Firmen wie Google oder Microsoft. Da gibt es diese Erfahrungsberichte, es gibt auch Hackathons, um in den Daten von den Teilnehmern nach Weisheit zu suchen. Es gibt jährliche Konferenzen in USA und Europa. Und das Prinzip der Quantified Self-Bewegung ist die Partizipation. Der Teilnehmer steht im Vordergrund. Auf der Konferenz in Amsterdam, die im Mai stattgefunden hat, da haben 30% der Gäste selber Vorträge gehalten. Und es ist also wirklich wichtig, dass die Leute sich selber mitteilen und dass sie sich auch austauschen können. Ähnliches gilt auch für die lokalen Treffen. Hier geht es auch um den Austausch und das Networking. Aus dem Blog ist also eine Bewegung entstanden. Gary Wolf, hier links auf dem Bild zu sehen, hat die Quantified Self Labs gegründet, eine Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, die Konferenzen zu organisieren und die weltweiten Gruppen zu koordinieren. Und 2011 hat er gesagt: "We want to know what these new tools of self-tracking are good for, and we want to create an environment where this question can be explored on a human level." Für ihn war es also wichtig, hier eine Bewegung zu schaffen, wo Menschen für sich selber persönliche Antworten finden. Und es geht auch um den Sinn und das Potenzial dieser Self-Tracking-Tools. Im Zentrum ist jetzt der Austausch um Self-Tracking und persönliche Daten. Bei einem typischen Quantified Self-Treffen gibt es die Show and Tells. Das sind kurze Präsentationen über die persönliche Erfahrung. Und da wird erwähnt, was hat eine Person analysiert, mit welchen Methoden, mit welchen Technologien hat sie das gemacht und was hat sie daraus gelernt oder was hat sich auch in ihrem Leben verändert. Wenn das hier heute ein Show and Tell wäre, dann könnte ich davon berichten, wie ich einen Haltungssensor eingesetzt habe. Das ist so ein Gerät, das trägt man im Gürtel, wie ein Gürtel, um den unteren Rücken. Und wenn man eine schlechte Körperhaltung einnimmt, erkennt er das an der Neigung der Wirbelsäule
und vibriert dann und erinnert einen, dann eine bessere Haltung einzunehmen. Und allein dadurch, dass der dieses Thema Körperhaltung, was man im Alltag nicht bewusst hat, ins Bewusstsein bringt, kann man dann sich selber korrigieren. Man kann aber auch auf dieser Smartphone-App wirklich ein Abbild seiner eigenen Haltung sehen und dann sein Selbstbild korrigieren und weiß dann, wie man stehen sollte oder auch sitzen sollte. Ich könnte aber auch berichten, dass ich schon seit 2 Jahren Schrittzähler verwende. Das mache ich, um mich im Alltag zu mehr Aktivität zu motivieren. Mein Ziel ist es, alle Strecken, die in weniger als 20 Minuten zu erreichen sind, zu laufen. Und durch die verschiedenen Schrittzähler, die ich da schon ausprobiert habe, habe ich so viel an Gamification gelernt und gesehen, wie solche Tools dann auch wirklich mich unterstützen können, dass ich die Motivation aufbringe, diesen kleinen Mehraufwand zu gehen. Ich könnte auch über meine Computernutzung sprechen. Das waren 2012 2700 Stunden, die ich mit verschiedenen Computern verbracht habe, ohne iPhone, ohne iPad. Darunter waren dann 500 Stunden Mail, 400 Stunden Social Networks, mehrere hundert Stunden, die ich auf meinen Blog investiert habe. Und wenn man das zusammenzählt, dann waren es ungefähr 50% meiner Arbeitszeit, die in Kommunikation geflossen sind. Die spannende Erkenntnis war aber auch, dass ich also durchschnittlich 7,5 Stunden pro Tag mit Computern gearbeitet habe oder vielleicht auch mal ein YouTube-Video geschaut habe und damit eigentlich eine Vollauslastung hatte. Das heißt, wenn ich meinen Erfolg steigern wollte, geht das nur durch eine höhere Effizienz. Aktuell arbeite ich in einem Projekt, wo es darum geht, Produktivität zu analysieren und zu optimieren. Das Ziel ist, dass man digitale Geräte effizienter nutzt, insbesondere im Bereich Kommunikation und Selbstmanagement, aber auch, dass man mit den Herausforderungen durch die Zunahme an Screens, dass man immer mehr Geräte bei sich hat, in den unterschiedlichen Situationen verwendet, dass man mit diesen Herausforderungen besser klarkommt und auch mit der Tatsache, dass wir immer stärker vernetzt sind. Das waren jetzt nur wenige Beispiele, worüber sich Self-Tracker unterhalten. Es gibt zum Beispiel die Ausdauersportler, die ihren Puls messen, um im idealen Trainingsbereich zu arbeiten, oder die Bodybuilder, die Experimente mit ihrer Ernährung machen, um ihre Körperzusammensetzung so gewünscht zu beeinflussen. Es gibt aber auch Self-Tracking-Apps, die zum Lernen eingesetzt werden. Das ist Software, die steigert die Effizienz. Ein Algorithmus berechnet dann, wann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich was wieder vergesse. Und an dem Punkt, wo ich was wieder vergessen habe und es neu lernen muss, habe ich einen höheren Aufwand, als es kurz davor wieder aufzufrischen. Es gibt aber auch sehr bewegende Geschichten, wie zum Beispiel von dem Organisator der Kölner Quantified Self-Gruppe. Dieses Bild, das hat der Organisator 2009 gepostet auf Twitter und er war da gerade auf der Intensivstation aufgewacht. Der Kölner Organisator hatte einen Schlaganfall und das war das erste Bild, das er danach gemacht hat. Es waren dann langwierige Reha-Maßnahmen notwendig und er musste seine motorischen Fähigkeiten wiederherstellen. Außerdem musste er auch neu lernen, deutlich zu sprechen. Und er hat sich eine eigene App zum Sprachtraining entwickelt. In Folge hat er viele weitere Apps gebaut, um seinen Blutdruck, sein Gewicht und seine Aktivität zu messen. Und durch die eigene Betroffenheit ist dann eine Firmengründung entstanden. Diese Apps sind mittlerweile für andere Patienten zugänglich. Und das ist, denke ich, eine der bewegendsten Geschichten, die man im Quantified Self-Umfeld hören kann. Das gemeinsame Interesse ist also immer die Selbstoptimierung, egal ob es jetzt eine kranke Person ist oder eine Sportler sind oder Menschen, die ihre Karriere verbessern wollen. Es geht um die Selbstoptimierung. Was Sie hier sehen, ist ein Online-Dashboard, das verschiedene Blutwerte anzeigt. Sie sehen Cholesterin, Magnesium, Blutzucker und andere Werte. Und in Amerika können Sie in Kliniken fahren und sich dort in regelmäßigen Abständen Blut abnehmen lassen. Die Proben werden im Labor analysiert und die Werte können Sie dann hier in einem Online-Dashboard betrachten. Sie können die Veränderung der Werte betrachten und dadurch die Auswirkungen von Ernährungsveränderungen auf Ihren Stoffwechsel feststellen. Dahinter steckt ein Grundprinzip von Quantified Self. Es geht um das Selbstexperiment
Und das ist nicht wissenschaftlich. Wir wollen keine große Stichprobe, sondern wir wollen genau eine Stichprobe uns selber. Und das Ziel ist, dass man für sich selber die passende Lösung findet. Man will für sich selber lernen, wie der eigene Körper, die eigene Psyche funktioniert. Und das Ziel ist, Unwissenheit und Vermutung abzuschaffen, Wissen für sich selber zu generieren und dadurch befähigt zu sein, dass man sinnvolle Entscheidungen trifft. Diese Idee des Self-Trackings ist sogar relativ weit verbreitet. Da gab es erst vor kurzem in Amerika eine Studie und da wurde abgefragt, wie viele Menschen einen oder mehrere Gesundheitswerte nachverfolgen. Und das Ergebnis war, dass das ungefähr 70% der Menschen machen. Die Hälfte davon macht das im Kopf und ca. 50% verwenden Apps und Sensoren oder machen sich per Papier Notizen. Wenn man das jetzt nochmal genau anschaut, sind also 35% der US-Bevölkerung Self-Tracker und ich denke, dass es in Deutschland relativ ähnlich sein wird. 35% zeichnen sich Informationen über ihre Gesundheit auf, in irgendeiner Form, auf Papier oder digital. Und das Ziel, das wurde dann auch in dieser Studie festgestellt, oder das Ergebnis, ist, dass diese Menschen ein besseres Bewusstsein für ihre Gesundheit haben und auch eine bessere Gesundheit. Es gab noch eine zweite Studie unter amerikanischen Ärzten und hier ging es um die Verbreitung des Self-Trackings bei den Patienten. Und auch hier haben die Mehrheit der Ärzte berichtet, dass sie Patienten haben, die eigene Werte festhalten und auch in die Behandlung einbringen. Und dass das Ergebnis ist, dass die Qualität der Behandlung steigt und auch die Patientenbeziehung besser wird. Ja, dieses Potenzial hat mittlerweile auch eine Industrie erkannt. Auf der Folie sehen Sie die kumulierten Verkäufe von drahtlosen Sensoren für Sport und Gesundheit. 2011 waren es 21 Millionen, die also insgesamt bis dahin verkauft waren. Und bis zum Jahr 2017 wird prognostiziert, dass es dann also sich verachtfacht, der Wert der Geräte, die sich dann im Markt befinden. Die Verteilung ist ungefähr gleich bei Sport und Gesundheit. Das sind also beides große Zielmärkte. Und das Ganze entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von ca. 40%. Die Entwicklung geht eigentlich beim Smartphone los. Das hat also diese Verbreitung von solchen Technologien gefördert. Zum ersten durch eine Gewohnheitsänderung. Menschen sind jetzt gewohnt, persönliche Daten immer dabei zu haben und alle Bereiche des Lebens werden digitalisiert. Es gibt 10.000 Apps für Sport und Gesundheit und diese Idee des App Stores ist, dass es für jeden Use Case ein passendes Werkzeug gibt. Das findet jetzt eine Fortsetzung mit Gadgets in der realen Welt. Auch da gibt es für jeden Use Case ein Gadget und die Smartphones ermöglichen die Anbindung externer Geräte an das Internet und das führt dann auch zur Anbindung des Körpers in die digitale Welt. Schauen wir noch mal kurz zurück. 2006 kam dieser Laufsensor auf den Markt. Tim Cook ist im Aufsichtsrat von Nike und da beginnt die Kooperation zwischen Apple und Nike. Nike wird zum digitalen Brand. Apple schafft in Folge die wichtigsten Sales Channels für Quantified Self Produkte über seine Apple Stores. Und auch durch das iPad in Kliniken ist Apple ein absoluter Vorreiter in diesem Bereich. Kurze Zeit später kam von Nike der Schrittzähler als App raus mit Geschwindigkeit, GPS-Strecke und das hat dann schon einen viel tieferen Informationsgehalt ermöglicht. Ich konnte wirklich sehen, wo ich bin und ganz neu bei diesem Produkt war die Einbindung von Social- und Gamification-Features. Wenn ich einen Lauf mit dieser App gestartet habe und bei Facebook geshared habe, dann konnten das meine Freunde sehen und liken. Und wenn sie es geliked haben, habe ich zurückgespiegelt bekommen über den Kopfhörer einen Applaus und bin also dann angespornt worden, schneller zu laufen, weiter zu laufen. Das war jetzt auch schon 2009 circa diese App. Wenn man sich mal aktuell anschaut, was Nike an Produkten anbietet, das ist also ein ganzes Ökosystem. Oben ein Basketballstiefel, da sind in der Sohle Drucksensoren eingebaut. Die Werte werden über Bluetooth an das Smartphone übertragen und da kann dann berechnet werden, wie aktiv jemand auf dem Spielfeld ist, wie schnell er läuft und wie hoch er springt, wenn er ein Dunking macht.
Und das kann dann auch verglichen werden im Freundeskreis. Ein anderes Produkt unten links, ein Armband, das die Bewegung im Alltag misst. Und es geht jetzt nicht so sehr um die Schritte, sondern es geht um einen aktiven Lebensstil. Und deshalb wird die Bewegung einfach in eine Fitnesswährung umgerechnet, Nike Fuel. Und die ermöglicht dann auch den Vergleich zwischen dem Basketballer und dem Läufer oder dem Tänzer. Und die können dann alle einfach sehen, wie aktiv waren sie. Unten rechts ein Xbox-Spiel. Da gibt es einen Personal Trainer, der macht mir die Übungen vor. Ich kann sie dann wiederholen und die Kinect-Kamera erkennt, ob ich die Übungen exakt ausführe oder ob ich Fehler mache. Ich werde dann auch von dem Personal Trainer korrigiert. Und zu Beginn von diesem Spiel gibt es ein Assessment. Ich kriege einen individuellen Trainingsplan. Da wird berücksichtigt, wie gut meine Koordinationsfähigkeiten sind, meine Ausdauer und meine Kraft. Und die Übungen werden dann ganz genau auf mich zugeschnitten. In Zukunft ist über so eine Xbox noch viel mehr möglich. Jetzt wurde ja erst die Xbox One vorgestellt. Die Kinect-Sensoren werden viel genauer. Die werden so genau, dass man dann allein an der Fluktuation der Hautfarbe den Puls erkennen kann. Man sieht hier, Nike baut ein Ökosystem auf für verschiedene Sportler. Und das ist nur eines von vielen Unternehmen. Auch im Bereich Gesundheit und Wellness gibt es ähnliche Beispiele. Ein anderer Trend ist aber auch eben diese neuen Gadgets als Smartphone-Ergänzung. Analog zum App Store gibt es ja auch hier für jeden Use Case was. Insbesondere bei Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter oder Indiegogo gibt es viel zu sehen. Hier ein Gerät, mit dem man den Alkoholpegel messen kann, messen und speichern. Und der Hersteller sagt, durch das Bewusstsein über den eigenen Alkoholpegel kann man bessere Entscheidungen fällen. Und bietet dann auch noch kontextrelevante Informationen an, wie zum Beispiel die umliegenden Restaurants oder auch einen Taxiruf. Mit diesem Armband kann man das autonome Nervensystem messen und der Hersteller behauptet, er könnte den mentalen Zustand damit in Erfahrung bringen. Bietet dann auch noch gleich Atemübungen an, die man in der App macht, um Stress abzubauen und seine innere Balance zu finden. Ein richtig spannendes Produkt ist das, was dieses kleine Kind sich hier an die Schläfe hält. Da sind verschiedene Sensoren eingebaut. Das misst unter anderem den Puls, die Temperatur, die Atemfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff. Und damit kriegt man erstmal einen breiten Überblick über Vitalfunktionen, was es ermöglichen soll, einfach im Alltag eine Gesundheitskontrolle zu machen. Das Produkt ist aber nicht nur ein Messgerät. Das Ziel ist daraus, einen Tricoder zu bauen. Das ist ein Gerät, das automatisch erkennt, was für eine Krankheit ich habe. Also diese Daten, die sollen dann von einer Art künstlichen Intelligenz interpretiert werden und daraus entsteht dann ein Doktor für die Hosentasche. Das gibt es aktuell auch auf Indiegogo. Aber es sind nicht nur die Startups im Silicon Valley, sondern auch große Hersteller, große Hardwarehersteller, die in diesem Bereich aktiv sind. Samsung hat auf der aktuellen Webseite und bei den aktuellen Smartphones das Thema Personal Assistant. Und ein Bereich ist hier auch die S-Health, ein Cloud-Speicher für Gesundheitswerte. Dazu gibt es eine App, mit der ich meine Aktivität messen kann, Gewicht und Blutdruck tracken. Samsung bietet auch eigene Hardware, wie eine Waage mit Internetanschluss und einen Pulsgurt. Und Samsung ist damit nicht der einzige Hersteller. Ähnliche Mobilfunkhersteller und auch Provider entwickeln gerade ähnliche Ökosysteme. Und auch Google hatte neulich die Google I.O. und dabei ein neues Feature vorgestellt, das heißt Activity Recognition. Das ist die Bewegungserkennung. Nur dadurch, dass ich das Smartphone in der Tasche habe, weiß es, wie ich mich bewege, ob ich Auto fahre, Rad fahre oder laufe. Und diese Information, die kann dann über APIs dann auch von anderen Apps genutzt werden und bietet dann sicher spannende Auswertungsmöglichkeiten. Ein großer Trend ist aber auch das Thema intelligente, tragbare Sensoren. Da werden in Zukunft immer mehr Parameter gemessen. Das führt zu mehr Genauigkeit und auch dazu, dass man noch viel tiefere Einsichten in die Gesundheit und das Verhalten von einer Person bekommen kann. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Armbanduhr, die misst die Bewegung, den Wärmestrom, also die vom Körper abgegebene Wärme, den Hautwiderstand, also letzten Endes den Schweiß, der dann auch den Stress repräsentiert. Und einen
Pulssensor haben sie eingebaut. Das ist die grüne LED, die kann die Reflexion von diesem grünen Licht auf der Haut wird über eine optische Kamera gemessen und diese schwankt wiederum mit dem Puls, weil die Hautfarbe eben in Abhängigkeit vom Puls sich jedes Mal minimal verändert. Hier gibt es also zum ersten Mal eine kontinuierliche Pulsmessung. Das Gerät kann automatisch verschiedene Aktivitäten erkennen. Das erkennt automatisch, wann Sie schlafen, an der Absenkung des Pulses. Und in Zukunft können solche Produkte wie ein Gesundheitscoach eingesetzt werden, aber auch als Frühwarnsystem. Wenn zum Beispiel ein Herzinfarkt eintritt, kann dann automatisch Alarm ausgelöst werden. Wenn man noch einen Blick weiter schaut, dann kommt das Thema Miniaturisierung und die Schnittstelle zwischen Mensch und Technologie, die rückt immer näher zusammen. Das auf dem Bild ist ein Pflaster aus organischer Elektronik. Da sind flexible Schaltkreise auf eine Trägerfolie gedruckt. Das Pflaster können Sie auf die Haut kleben. Das bleibt dann ungefähr 2 Wochen, bis es sich von der Haut ablöst, mit der Haut ablöst. Und in Zukunft wäre es sicherlich auch möglich, das als Implantat dann im Körper zu behalten. Integriert in diese Elektronik ist die Sensorik. Da kann man dann verschiedene Werte messen. Puls, Hirnströme, Muskelaktivität. Die Datenübertragung ist integriert und auch ein System für die Energie. Das ist dann meistens Energy Harvesting. Da wird Wärme oder Bewegungsenergie oder auch die Energie von elektromagnetischen Feldern genutzt, um minimale Energiemengen herzustellen, dass man dann die Daten übertragen kann. Eine erste Anwendung für so eine Technologie wird es in klinischen Situationen geben, in der Intensivstation. Durch den engen Kontakt zur Haut gibt es viel genauere Daten. Langfristig wird es aber sicher auch viele andere Anwendungsfälle geben und vielleicht auch von Privatanwendern genutzt werden. Interessante Daten kann man aber auch ohne Sensoren gewinnen. Allein die Smartphone-Interaktion reicht schon aus, um viel über eine Person in Erfahrung zu bringen. Vor kurzem hier ist dieses amerikanische Startup live gegangen. Die entwickeln eine Technologie zur Emotionsanalyse am Klang der Stimme. Und sie nutzen also wirklich nur die Intonation der Stimme und keine Worterkennung. Das heißt, es gibt da keine direkten Probleme mit Privatsphäre. Und der Ansatz ist hier, eine Plattform aufzubauen. Andere Anbieter können diese Technologie integrieren und dadurch entstehen viele neue spannende Anwendungsfälle. Testen kann man das jetzt schon auf der Webseite. Und ein möglicher Anwendungsfall wird gerade von einem Münchner Startup entwickelt. Da geht es um die Depressionsfrüherkennung. Die kombinieren dann so eine Stimmmodulation mit dem Schlafverhalten und auch mit der Hand-Auge-Koordination, also mit der Tippgenauigkeit, wie viel Fehler ich mache, und können aus der Kombination von diesen ganzen Daten feststellen, ob eine Person zu einer Depression neigt. Quantified Safe-Technologien gibt es aber nicht nur in Sport und Gesundheit. Diese Karte hier, die hat Niklas Felten, ein Designer, seinem Gesprächspartner gegeben, mit der Bitte, dass er doch auf so eine Webadresse gehen soll und nach seiner Unterhaltung einen Fragebogen ausfüllen soll. Niklas Felten hat solche Daten genutzt, um jährlich einen Feltron Report zu erzeugen. Das sind Bücher mit Datenvisualisierungen, wo er aufzeigt, wie er seine Zeit verbracht hat, wo er sie verbracht hat, wen er getroffen hat, was er getrunken hat, welche Softgetränke, alkoholischen Getränke, wie er sich gefühlt hat. Und das Thema hat sich eigentlich in jedem Feltron Report verändert. Niklas Felten ist aber kein Freak, sondern hat erstmal ein Quantified Self Startup gegründet, wurde dann aber von Facebook angeworben, um dort die Chronik zu gestalten, die Sie ja alle kennen. Und auch da geht es darum, die bei Facebook vorliegenden Daten, das sind ja passiv getrackte Daten, sinnvoll aufzubereiten. Und so kann ich da sehen, welche Freunde ich in welchem Monat hinzugefügt habe, welche Musik ich wann gehört habe, wenn ich die entsprechende App verbunden habe, oder auch welche Aktionen ich auf anderen Diensten gemacht habe, wie zum Beispiel bei dem Fragedienst Quora. Es entstehen jetzt also immer mehr Technologien, die eine bessere Gesundheit, ein besseres Leben versprechen. Und die Daten, die sind aber für verschiedene Gruppen interessant.
Das führt zu einer recht dünnen Grenze zwischen Personal Data und Big Data. Die Daten, die ich für mich selber aufzeichne, die können auch interessant sein für Forschung und Entwicklung. Wenn man da mal Millionen Nutzer von der App hat, da entsteht ja ein Wissen in dem Ausmaß, das kann eine klassische Feldstudie niemals leisten. Wenn man dieses ganze Wissen zur Verfügung hat, das ermöglicht bessere Medikamente, bessere Produkte, das könnte auch in der Städteplanung oder in der Politik ganz neue Ansätze liefern. Wichtig ist hier natürlich, dass die Interessen der Nutzer vertreten werden und der Nutzer die Kontrolle über seine Daten behält. Weil das Tracking von einer Person, das passiert ja nicht nur selbst intendiert, es gibt ja auch andere, die uns tracken, um ihre Produkte zu personalisieren. Besonders kreativ ist hier die Finanzindustrie. Da geht es darum, dann die Risiken bei Krediten oder auch bei einer Versicherung zu minimieren. Deutschland ist hier eigentlich schon Vorreiter mit der Schufa und dem Finanzscoring. Das gibt es in vielen anderen Ländern gar nicht. Und letztes Jahr, haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, war da ja ein neuer Ansatz, das Social Screening zu machen, dass aus sozialen Netzwerken die Daten mit betrachtet werden sollen. Das wurde dann ja abgewehrt. Mittlerweile gibt es ein Hamburger Unternehmen, das Kredite auf Basis von Daten von sozialen Netzwerken vergibt. Und da gibt es dann eben einen Background-Check, wen kenne ich bei LinkedIn. Und da kann man dann statistisch das Risiko minimieren und eben eine genauere Beurteilung daraus ableiten. Diesen Screenshot hier, den habe ich von einem Imageclip von einem großen deutschen Mobilfunkprovider. Das war im Jahr 2012. Und da ging es darum, dass das Fahrverhalten von einer Person in Echtzeit überwacht und über das Mobilfunknetz übertragen werden kann. Und die Business Opportunity, die da gemacht wurde, war, dass Autoversicherungen ein neues Geschäftsmodell entwickeln, das also das Risiko von einer Person in Echtzeit kalkuliert und der Tarif dann auch individuell angepasst werden kann. Mittlerweile ist es in Deutschland eingeführt, das hat jetzt ein Wettbewerber gemacht von dem Mobilfunkanbieter. Aber auch im Bereich Gesundheit gibt es ähnliche Ansätze. Eine Schweizer Gesundheitsplattform hat ein Health Scoring entwickelt und der Ansatz ist hier, dass Krankenkassen diesen Health Score nutzen können, um Menschen Rabatte zu geben und dadurch einen Leistungsanreiz für eine gesündere Lebensweise zu setzen. Damit wird dann das Problem umgangen, dass die Krankenkasse ja eigentlich nicht die Gesundheitswerte haben darf. Über den Score wird das wie so eine Art Mittelmann dann verschoben, das Problem. Und das ist also ein Ansatz, dass wir auch in Zukunft immer stärker von anderen vermessen werden. Ein Beispiel dafür ist auch das Live-Logging. Da wird die Grenze zwischen Self-Tracking und dem Tracking von anderen die verschwindet dann. Ich tracke meine Umgebung und habe eine Kamera um meinen Hals und die macht dann vielleicht alle 30 Sekunden ein Bild. Aber vielleicht sind Sie auf diesem Bild drauf und wollen das gar nicht. Da gab es jetzt 20 Jahre Pionierforschung dazu und dieses Jahr kommen erstmals zwei Produkte auf den Markt, die das einer breiteren Masse zugänglich machen werden. Und ebenfalls dieses Jahr kommt Google Glass. Damit kann ich natürlich auch Fotos und Videos machen. Das ist also auch eine Live-Logging-Lösung. Neulich hat Google gesagt, sie wollen erstmal keine Gesichtserkennung ermöglichen. Es handelt sich aber um ein offenes System und sollte demnach auch relativ leicht umgehen zu sein. Durch solche neuen Technologien haben wir ein enorm hohes Tempo in der Entwicklung und die Gesellschaft kommt da oft gar nicht mehr mit der Diskussion hinterher. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass man wirklich aktiv mitgestaltet, welche Kultur hier etabliert wird in der Nutzung neuer Technologien. Ein positives Beispiel für die Synergien verschiedener Technologien sehen Sie auf diesem Bild. Das ist ein Asthmatiker, der nutzt einen Inhalator. Und dieser Inhalator, der hat einen GPS-Empfänger und trackt den Ort, an dem der Patient hier seinen Asthmaanfall hat. Ort und Zeit werden dann per Mobilfunk übertragen und dadurch entsteht dann ein crowdbasiertes Wissen. Das können Sie einsetzen für Asthmakarten. Sie wissen dann, in welchen Regionen gibt es besonders viele Anfälle und das kann wahnsinnig interessant sein, wenn Sie Ihre Wohnung aussuchen. Wenn das System zukünftig echtzeitfähig wird,
dann bekommen Sie eine Benachrichtigung, hier hat jemand einen Asthmaanfall gehabt und automatisch wird meine Fahrtroute umgeplant. Quantified Self oder das quantifizierte Selbst, das ist also auch ein Anschluss an die Schwarmintelligenz. Und daraus kann ein neuer Sinn entstehen. Quantified Self ist kein Ersatz für mangelndes Körpergefühl. Es geht mehr darum, die menschliche Existenz zu erweitern. Und Sie können mit solchen Technologien die Körperwahrnehmung verbessern. Das wissen viele Sportler. Man kann es also nutzen, um die eigenen Sinne zu schärfen. Die Quantified Self-Bewegung versteht sich als Alternative für Unwissenheit und Vermutung. Uns geht es darum, persönliche Daten zu nutzen, um bessere Entscheidungen zu fällen, die zu einem gesünderen und glücklicheren Leben führen. Für diese Diskussion haben wir auch eine Gruppe in Berlin. Hier geht es um den Austausch über persönliche Erfahrungen, neue Technologien und auch über das Networking. Und das nächste Treffen haben wir morgen Abend schon um 19.30 Uhr im Berliner Google-Büro. Wir haben da ein besonderes Event. Da sind verschiedene Startups, die Quantified Self-Lösungen vorstellen. Es geht um die Auswirkungen von Quantified Self aus dem Sicht des Datenschutzes, aber auch aus gesellschaftlicher Sicht. Und Sie sind dazu herzlich eingeladen. Wir haben schon sehr viele Anmeldungen für das Google Office. Deshalb würde ich Sie bitten, bei Interesse im Internet zu schauen. Wir haben eine Meetup-Webseite, wo man sich eintragen kann. Einfach Quantified Self Berlin googeln, dann finden Sie das. Jetzt sind wir hier schon am Ende meiner Präsentation. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen Einblick gegeben, wie die Beziehung zwischen Mensch und Technologie sich in Zukunft verändern wird und wie Sie das auch für sich selber einsetzen können. Wenn Sie weitere Informationen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf, kommen Sie zum Event morgen oder schauen Sie auf meinen Blog. Das ist igrowdigital.com. Ich berichte da über Theorie und Praxis von persönlichen Daten und da gibt es auch viele weiterführende Informationen zu Quantified Self.